Wir sind mittlerweile im Kopf so synchronisiert, dass wir tatsächlich immer dasselbe denken und das beweisen wir euch jetzt. Bereit? Bereit. Katzenfutter, Tischtennis, Fußball, Penis. Ihr werdet niemals drauf kommen, wo wir sind. Ja, das ist ein übertriebenes Geheimnis. Das ist ein tierisches Geheimnis. Ja, ja. Wo könnten wir sein? Also Stadt oder was meinst du? Also Freunde, wir machen heute mal was ganz Spannendes, quasi Lass mal reden on Tour. Und der Andi erklärt euch jetzt, was wir hier vorhaben. Ja, wir gehen auf die 21. Venus, oder ist es die 12.? Ich erkenne es nicht richtig, es ist alles spiegelverkehrt. Ja. Mit netten Besuchern und schauen mal an, ob wir da jemanden finden, mit dem wir sprechen können. Oder ob wir auch schöne Gegenstände finden, mit denen wir oder sowas machen. So Leute, wir sind jetzt hier drin, wir haben 4 Euro, ja, 4 Euro, Mann. Pro Person. Was ein Ripper. Total, Mann. Für einen Rucksack abgegeben, das kann nicht wahr sein. Hier sind schon richtig heiße Mädels am Start. Ja. Oder auch nicht. Wir laufen jetzt hier mal zusammen rum. Checken mal so ein bisschen hier. Checken ein bisschen. Ich glaube, wir sind auch die Einzigen, die die Kamera in die falsche Richtung halten. Ich glaube auch. Wir müssen... Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen muss. Wir gehen da mal rein. Wir hoffen, dass ihr uns versteht. Andi, hast du heute noch eine Show? Ich mache heute noch eine Show, ja. Ich bin jetzt gleich dabei. Was ist denn dein Ich gucke mir gleich mein Kostüm hier an. Also ich stehe zur Auswahl. Einmal hier oder eine Lederjacke vielleicht auch, ja. Ich muss mal gucken. Das ist gar nicht der echte Batman. Nein? Ich glaube nicht. So, erste Fazit von der Venus. Ich verstehe nichts. Ich verstehe gar nichts. Warum ist es hier so laut? Warum ist es laut? Es laufen hier nur nackte Frauen rum und wir haben das Angebot unseres Lebens bekommen, Leute. Wir können Callboy werden in der Schweiz. Wir laufen hier rum, wir hoffen, dass das Video ansatzweise für euch zu verstehen ist. Und vor allem so schön wie für uns. Es ist so schön. Wunderbar. Es ist so schön. Ich bin 10 Sekunden sind hier in diesem Raum. Ja. Und ich habe noch keine Brust gesehen. Ja, was soll das? Ja. Das ist schwach. Brüste! Einer hat sich angestellt, den fragen wir doch mal warum. So. Ja? Warum hast du dich denn hier angestellt bei Michaela Schiff? Meine Traumfrau. Bist du Fan von der? Ja. Würdest du mit ihr schlafen, wenn sie sagen würde? Nein. Nein? Nein. Wieso denn nicht? Ja, es ist mir zu gefährlich wegen Krankheit. Ja, okay. Ja, verstehe. Also das sieht er, ich krieg von mir. So Leute, uns wurde gerade ein bisschen langweilig, deswegen haben wir überlegt, dass wir das allseits beliebte Never ever spielen. Aber es wäre ja langweilig, wenn wir das jetzt spielen würden, weil wir spielen das ganz bald. Wir fragen jetzt einfach mal Pornodarsteller. Herzlich willkommen zu Wetten, dass. Mein Name ist Thomas Gottschalk und ich stehe hier mit Oksana und Nova. Was macht ihr auf der Venus, wenn ihr nicht gerade mit mir Spiele spielt? Andere Spiele. Never have I ever spielen wir mein Lieblingsspiel. Ihr kennt die Regeln. Erste Frage: Habt ihr euch jemals ein Tattoo stechen lassen, das ihr jetzt bereut? Ich habe einen Overcover gemacht und habe es lasern lassen. Und du? Da musst du mal gucken. Okay. Und du? Was war das? Ich habe es nicht gesehen. Ein chinesisches Teilchen gestohlen mit 14. Hast du jemals deinem Partner in seinem Handy gestalkt? Seid ihr in einer Beziehung? Ja Leute, an dieser Stelle sollten wir das Video beenden. Dankeschön. Ab jetzt seid ihr. Ja. Dritte Frage. Hast du jemals deinen Partner in seinem Handy gestalkt? Ihr seid nicht Geschwister, weil ihr antwortet immer unterschiedlich. Okay, warum nicht und warum? Weil ich die Vermutung hatte, dass er mich betrogen
Hat man sich auch mehrfach bestätigt hat. Immer und immer wieder. Es ist so krass. Und Leute, hier sind wir wieder am Start. Investigativer Journalismus. Selbst solche Frauen werden betrogen. Wahnsinn, oder? Und du machst es nicht, weil du Grundvertrauen hast in die Menschen oder weil du das Passwort vom Handy nicht kanntest? Nein, ich möchte das selber nicht. Und wenn ihr mich betrügt, kriege ich das anders raus. Ich merke das einfach. Dann muss ich nicht ins Handy gucken. Habt ihr jemals privat einen Orgasmus vorgetäuscht? Okay, das ist die Standard-Frauen-Antwort. Warum? Warum? Falsche Partner oder ist... Oder? Ja, weil es dann einfach nicht mehr hinhaut. Und ihr meint, es tut dem Mann so weh, wenn man sagt, Schatz, geht heute nicht. Ja. Okay. Ja, ich glaube auch. Das nagt sehr am Ego eines Mannes. Deswegen machen wir Frauen das. Hattet ihr gerade jetzt einen Orgasmus, wo ihr mit mir hier steht? Ja. Oh, ja. Oh. Wow, ich hab's euch geglaubt. Yay! Habt ihr schon mal privaten Orgasmus vorgetäuscht? Privat? Was ist denn? Alle Frauen! Das ist also traurig. Ich würde das gerne nochmal. Ich hab das halt früher gemacht. Ja? Jetzt mache ich das nicht mehr. Jetzt sage ich einfach, ey, du hast es nicht ordentlich gemacht. Und dann. Stelle ich die Fragen ordentlich gerade? Ja, das macht sehr gut. Nächste Frage. Bist du jemals beim Sex eingeschlafen? Es zieht sich wenigstens konsequent durch. Okay, krass. Jetzt würden wir gerne mal wissen, hat er es mitgekriegt? Ja. Fand er gut? Hat mich dann einfach zugedeckt, wo er fertig war. Vor allem aber, wo er fertig war. Er ist ein guter Mann. Wenn du das jetzt zuguckst, alles richtig gemacht. Letzte Frage. Schon mal auf der Venus Sex gehabt? Doch noch eine Frage. Hi. Wollt ihr mal? Okay. Ja! Yeah. Tschüssi! Schon mal auf der Venus Sex gehabt? Okay. Sehr gut, dann wird das jetzt das erste Mal. Danke fürs Zugucken. Es ist passiert. Ey, wir sind 3-4 Stunden hier und was wird... Nur 3-4 Stunden? Und was wird aus uns? So die ekligen Gaffer, die wir aber so eklig fanden. Wir gehen hier rein und sagen, wie unerotisch. Und ach komm, mit denen kannst du ganz normal reden. Und 3-4 Stunden später, boah, mach mal ein Foto. Oh, hast du gesehen? Aha, es geht so schnell. Also ab nächste Woche ist unser Kanal übrigens nur noch auf YouPorn zu sehen. Wir schlagen jetzt einen anderen Weg ein. Es hat so keinen Sinn mehr. Auf Wiedersehen. Lebt wohl. Ein neues Spiel einfallen lassen und zwar heißt tolle das... Eine tolle Challenge. Wie heißt denn die? Eat or not to eat. Ja, oder gerne traust du dich. Wir gehen jetzt hier mal an einem Stand vorbei. Da gibt's Gummitierchen. Die stehen hier schon den ganzen Tag, ja. Wir haben schon ein paar Leute reingefasst. Ja. Ein paar Leute von der Venus. Ja. Du hast die Leute auf der Venus gesehen. Traust du dich oder traust du dich nicht? Nee, muss ich passen. Ja, ich auch nicht. Tschüss! Das hier, was ist das? Was denn? Das hier? Das ist so ein SingStar-Mikrofon. Ja. Das nimmt man und dann Backstreets back. Alright! Leute, wir sind hier mit Julie Johnson und werden einmal ihr ein paar tolle Fragen stellen. Die erste. Welchen Satz hörst du in deinem Job am meisten von den anderen Leuten? Bist du geil. Zeig Titten. Angelika, welchen Satz hörst du denn auf Arbeit am meisten? Was ist der Satz, den du am häufigsten hörst? Bist du geil? Hast du geile Titten? Du bist eine Naturschönheit. Welche Frage darf man dir in einem Interview auf keinen Fall stellen? Wie alt ich bin? Wie alt bist du? 25. Was sagen deine Eltern zu deinem Job? Ja, war schwierig. War schwierig, aber sie haben es akzeptiert. Okay. Was sagen denn deine Eltern zu deinem Job? Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Die sind jetzt nicht so begeistert von. Okay. Warum hasst du Pizza? Warum ich die hasse? Ja. Aber ich hasse sie gar nicht. Hast du nicht? Nee. Aber dann vielleicht ein bisschen wegen meinem Bauchmuskel. Deswegen hasse ich sie vielleicht ein bisschen. Warum magst du keine Pizza? Ich mag Pizza. Sehr gut. Dann vielen Dank. Ja. Bitte. Warum isst du denn keine Pizza, Angelika? Oh.
das müsste nicht sein, aber wenn du das sagst, okay. Mann ey, die Venus ist so cool. Ja, wir sind so krass ausgestattet. Wir sind total ausgestattet. Ja, ja, ich habe ein Autogramm von der Pornodarstellerin. Ich habe Merchandising bekommen. Hallo, Winkmann. Hallo. Wir sind so cool, wir sind so cool. Das ist der schönste Tag in unserem ganzen Leben. Und danke, dass ihr uns das ermöglicht. Es reicht dann aber auch. Ja, ich glaube, jetzt reicht es. Was hältst du davon, wenn wir jetzt wieder nach Hause gehen? Wir nehmen uns meine Schnuffeldecke und gucken stundenlang Glücksbärchen. Ja, ich glaube, es brauchen wir jetzt. Wirklich wahr. Also wir haben mit ganz vielen Leuten hier gesprochen. Wir haben wieder mit ganz vielen Leuten gesprochen, die wir nicht mal zeigen können, weil man... Die einfach nackt waren. Dann wäre der Herr YouTube gekommen und hätte was gemacht. Er hätte gesagt, zensiere, zensiere. Böse, 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 das dürft ihr nicht, das dürft ihr nicht. Vielen, vielen Dank an alle Patronen, die uns...